Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Teil. Eine Map entsteht im LS22, dieses Mal in Teil 9. Und in Teil 8 hatten wir, was hatten wir da? Achso, da hatte ich euch die neuen Höfe gezeigt. Und ja, was sich sonst also verändert hat. Das Video ist jetzt 6 Tage her, 7 Tage her, ungefähr eine Woche. Und in der Zeit ist natürlich ein bisschen was passiert. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar springen wir erstmal in den Hauptbildschirm. Und dann fange ich mit einer ganz großen Erweiterung an, die ich mittlerweile begonnen habe. Das muss ich euch aber mal zeigen. Das ist nämlich da. Und da. Nein, da. Und da. Und da. Dann seht ihr schon. Die ersten Felder sind angelegt. Insgesamt sind es aktuell 20 Felder und ich glaube, ich habe noch 60 Felder Minimum zu bezeichnen. So, dann seht ihr schon beim Rundumdruck, in den Ecken sind Berge aufgetaucht. Und da hinten ist auch ein Berg, den da, da kommen wir gleich nochmal zu. Das hat eine besondere oder eine ganz besondere Bewandtnis. Und genau, das zeigen wir euch gleich. Fangen wir erstmal an bei dem Lohnerhof. Letztes Mal war noch gar nicht so 100% klar, was mit dem Lohnerhof passiert. Ich spiele ja selbst auf der Karte oder ich werde selbst auf der Karte spielen, sobald sie fertig ist, auf meinem Server. Und ja, habe da auch ein paar Leute drauf und die haben sich jetzt nach und nach so alle ihre Höfe ausgesucht. Und einer davon hat sich jetzt für den Lohnerhof entschieden. Er möchte also Lohnunternehmer bei uns machen. Und genau, nimmt dafür den Donauhof. Das Einzige, wo wir uns jetzt noch nicht ganz schlüssig sind, ist, ich habe den Urmodder dieser Hallen hier angeschrieben, in der Hoffnung, dass er sich meldet, mit der Bitte, dass ich die platzierbar machen darf. Die sind halt aus dem 15er und wenn er mir die Erlaubnis gibt, kann, mache ich sie platzierbar. Wenn er sie nicht gibt, kann ich sie auch nicht veröffentlichen, wobei ich ihn auch angefragt habe, ob ich sie unveröffentlicht nur für unseren Spielstand platzierbar machen darf. Vielleicht kommt ja noch mehr raus. Ich habe noch Hoffnung. Und wir schauen einfach mal, ob derjenige sich meldet. Denn ohne Erlaubnis möchte ich es nicht einfach machen. So, genau. Also der Lohnerhof ist weg. Den übernimmt jemand und wird ihn entweder mit den platzierbaren Hallen oder halt auch mit den festen Hallen vorübergehend, sagen wir es mal so, nutzen. Wobei, selbst wenn ich jetzt die Freigabe nicht kriege, werde ich für uns auf dem Server diese Hallen platzierbar machen, damit derjenige, den Lohnerhof hier hat, einfach hier noch variabel ist. Ne, auf seinem Grundstück. Aber dann kann ich sie halt auch nicht rausgeben. So gibt vielleicht der Urmodder die Erlaubnis, sie freizugeben. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich schauen. So, genau. Dann Felder. Und dann kommen wir hier hinten hin. Ihr seht jetzt, ich bin ein bisschen weitergekommen in der dritten Stadt. Es ist nicht die Masse, es ist wirklich nur ein bisschen. Hab hier die Gebäude gemacht und dabei fällt mir auf, ich hatte nämlich hier, genau, hier hatte ich nämlich Schnee angebaut und das fehlt bei denen da noch. Moment. Das arbeiten und kopieren wir uns gleich einmal. Und dann schmeißen wir den Schnee nämlich auch gleich auf dieses Gebäude rauf. Ach, hier, da ist schon Schnee. Ah, okay, da mein Fehler. Na, dann lassen wir das einfach. Okay, dann ist also auch schon Schnee. Hier Ballenverkaufsstelle. Da werden noch nachträglich Baumwollballen eingetragen. Und ich glaube, du kannst auch Ballenwickel mit den Hackschnitzen. Will ich mal gucken, wie der links ist, dass er die auch verkaufen kann. Dann hätte man das auch. Der Rest ist hier Deko. Deko, 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 Deko. Hier seht ihr schon Splines liegen. Hier fährt eine ganz besondere Lok und die zeige ich euch aber in-game. Weil die ist einfach wunderschön und stammt aus dem LS15 und stammt vom Charlie 999. Falls ihr das sieht, einfach mal einen schönen Gruß und danke für dieses wunderschöne Exemplar. War der Wunsch eines Mitspielers, habe ich probiert, funktioniert super und sieht richtig toll aus. Dementsprechend auch ein Bahnhof im älteren Stil, sodass man sich schon mal vorstellen kann, wie das eventuell aussieht. Kommen wir, wie gesagt, aber gleich noch zu. Hier sind ein paar wenige neue Felder entstanden, nichts Dramatisches. Und dann seht ihr hier ja schon diesen riesigen Berg. Der ist entstanden, denn ein Mitspieler, der zusammen mit
die im Lohnerhof arbeiten würde, denn ich habe einfach keine Höfe mehr. Der würde gerne bei uns hier den Terraforming-Mod ausnutzen. Und da habe ich mal so ein bisschen gegoogelt, recherchiert. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich mache es jetzt einfach mal rüber. Da geht es halt darum, den Boden umwälzen zu können. Ne? So Kies und Sand und sowas abbauen zu können. Und hier steht ja, ne, Terraforming stellt euch beinahe Terraforming-Möglichkeiten des Landschaftsbaumodus mit dem unterstützten Maschinen zur Verfügung. Boden ausschütten, Flächen einebnen oder Gruben ausheben. Wie im Baum ist es möglich, Flächen mit unterschiedlichen Texturen anzumalen. So und dann, ja, kann er hier, ne, sich die Sachen hier nehmen, die Fahrzeuge. Und dann kann er das halt so machen. Das würde er gerne machen. Habe ich gesagt, gut, habe ich kein Problem. Der junge Mann, der den Lohnunternehmer macht, hat auch kein Problem damit. Und dann haben wir gesagt, machen wir gerne. Ist auf jeden Fall ein anderes Feature. Werdet ihr, wenn ihr meine Videos verfolgt, auch mal bestimmt im Video mal mitsehen. Genau, wahrscheinlich vielleicht mal mithelfen oder irgendwie sowas, dass wir da mal ein bisschen was draus machen. Genau, deswegen hat er hier seinen riesen Berg bekommen und um das optisch abzugrenzen, habe ich im Hintergrund einen Berg gesetzt. Den fand ich so ein bisschen einsam, deswegen habe ich da in den großen gesetzt und dann dachte ich mir, ach shit drauf, wir können den auch auf alle vier Ecken setzen. Das macht das ganze Panorama einfach nochmal ein bisschen anders. Genau, aber mehr wollte ich jetzt halt nicht. Ihr habt ja hier noch diese riesen Map-Begrenzung, die ja nach hinten rausgeht. Aber so ein Berg, ich sag mal, wenn du hier auf einer Straße stehst, ne? So im Hintergrund, so massiv, hat einfach schon was, ne? Hat Flair, finde ich persönlich. Und deswegen habe ich das so gemacht. Genau, ansonsten, was ist noch? Hier unten ist noch eine Baustelle entstanden, so ein Grundstück, was man halt später kaufen kann. Dann wird hier wahrscheinlich, Moment, hier beginnt die Stadt. Genau, hier beginnt und endet die Stadt. Das heißt, hier wird auch nochmal irgendwie ein bisschen Industriegrundstück gekommen, so platzierbare Produktionsstellen und sowas. Ein paar Felder kommen hier noch hin. Davon kann man nie genug haben. Ein bisschen Bäume und sowas noch. Das ist halt optisch nochmal ein bisschen schöner wird. Ja, und dann sind wir mit dem Grundbau der Karte im Prinzip schon fast durch. Und dann bleibt eigentlich nur noch so Sachen wie die Felder malen. Die Farmlands malen. Ein paar habe ich ja schon, aber noch nicht alle. Was kommt denn noch? Ausmisten natürlich die Map, ne? Die muss ja, da sind natürlich viele Dateien drin, die man so nicht braucht. Die ganzen i3D-Dateien, Textdateien eventuell doppelt, hier Bilddateien und sowas. Ja, also so ein bisschen Zeit wird noch kommen. Bis Februar, denke ich, werde ich auf jeden Fall noch zu tun haben. Wenn das alles so klappt wie geplant, werde ich Ende Februar in die Testphase gehen, auf meinem Server mit den Mitspielern, die ich habe. Mal so eine Woche, die im Server zu testen, im Singleplayer und vorher schon mal so ein bisschen Server selber. Schaue ich ja auch durch. So ein bisschen antesten zumindest, um zu schauen halt, ob Fehler auftauchen, bevor ich sie dann irgendwann hoffentlich releasen kann. So, jetzt habe ich euch ja schon eine ganze Menge über die Karte erzählt und bin darüber geswitcht. Sind jetzt 8 Minuten. Eigentlich eine gute Zeit. Ja, also ihr seht ja, hier fehlt überall noch ein bisschen Deko. Das sieht so, naja, so. Es sieht schon nach einem Hof aus, aber ohne Bäume oder vielleicht so ein paar Schafe hier im Gehege oder irgendwie sowas sieht es halt auch so zum Einschlafen langweilig aus. Da kommt also ein bisschen was. Ach so, ja, genau. Eine Neuigkeit kommt noch, aber die zeige ich euch auch in-game. Nee, ist gar nicht so, habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Dass ihr halt jetzt auch Sprit verkaufen könnt. Gut, war gar nicht so neu. Und dann muss ich halt nochmal überprüfen. Ich hatte mir so eine Liste gemacht. Wo Verkaufsstellen oder was für Verkaufsstellen ich habe und was dort angenommen wird. Natürlich findet man die dann, wenn man sie sucht, gerade nicht. Da muss ich halt auch nochmal gucken, dass halt wirklich alles verkauft, mindestens eine Verkaufsstelle hat. Fest auf der Karte, wenn nicht sogar zwei oder drei mehr, sodass auch so ein bisschen Konkurrenz unter den Verkaufsstellen herrscht. Jo, da müssen wir schauen. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, lasse ich das. Anderes Projekt habe ich doch. Kleines. Das können wir schnell mal öffnen. Ja, wobei wir müssen eh da drauf.
Ich habe nämlich noch ein kleines Projekt in der Hinterhand, und das war, ist das für den jungen Mann, der bei uns da dieses Terraforming machen wird. Er hatte halt darum gebeten, auch ein Häuschen zu bekommen und Lagermöglichkeiten und sowas. Und da habe ich ihm mein Hoflager, was ich mir ja für mein Hofpack baue oder gebaut habe, habe ich ihm so ein bisschen umgestaltet. Er hat halt nach wie vor hier seine und die Einlade und Auslade. Aber hier zum Beispiel sind im Hofpack Schüttguthaufen untergebracht, die aktuell immer noch nicht nach oben gehen. Da arbeite ich noch dran. Ich hoffe, das klappt. Dafür hat er halt hier Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge. Hier drin hätte er die Silos. Hier hätte er nochmal ein bisschen Parkmöglichkeiten. Und hier oben, hier unten habe ich sowas wie ein Badezimmer eingebaut. Ne? Es soll ja sein Wohnhaus sein. Und hier oben hat er dann quasi einen Wohnraum. Ja? Wohnzimmer, Küche, Hobbyraum, alles in einem. Und oben drüber hätte er dann sein Schlafzimmer. Da bin ich auch noch am Ausbauen. Wenn das ausgebaut ist, würde ich das allerdings zum Beispiel als einzelnen Mod herausgeben. Als Hofsilo-Mod und als Schlafträger würde ich nochmal eine extra Bank dazu packen. Die kann man dann hier zum Beispiel platzieren, mit diesem überall platzieren. Und dann könnte man den Schlafträger halt so groß machen, dass der auch reingeht, dass man halt optisch reingehen kann und dann halt schlafen gehen kann. So, das nur mal nochmal schnell nebenbei. Aber Hofpack kommen noch mal ein paar Videos, weil da bin ich nämlich noch nicht fertig. Speichern werden wir es jetzt nicht. Und dann können wir das auch schließen. Und dann werden wir einmal dem LS22 starten. Und zwar im Schiedsmodus. Dann bin ich ein bisschen schneller unterwegs. So, schmeißen wir uns mal. Ach, wir brauchen eh nichts kaufen. Darum geht es ja gar nicht. Achso, dann ist natürlich noch, wie ihr seht, hier ist ja noch beim Ladebildschirm mein Werbelogo, Werbebildschirm im Endeffekt. Da kommt natürlich noch ein Bild von der Karte, ne? Und das Icon wird natürlich noch geändert von der Karte, damit das natürlich alles passt, ne? Das sind halt auch noch so Kleinigkeiten, die halt alle noch nebenbei gemacht werden müssen. So, ich weiß nicht, Fußgänger waren hier letztes Mal schon, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. An den Autos habe ich jetzt ziemlich lange gekämpft, jetzt fahren sie hier durch den Ort mit 30 km/h. Da habe ich lange dran gearbeitet, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier kommen sie mit 60 angefahren, hier drüben brettern sie mit 70 durch. Na? So, hier ist dann aber alles unverändert. Genau, hier hatte ich die Verkaufsstellen. Also hier könnt ihr natürlich ganz normal tanken. Und hier könnt ihr Diesel verkaufen zu einem vernünftigen Preis, sagen wir es mal so. Und da laufen wir einfach mal entgegengesetzt in die andere Richtung. Und dann würde ich sagen, machen wir den ersten Abstecher mal ans Wasser ran. Dazu laufen wir einfach mal hier querfeldein. Ah, guck mal, das hat wie abgestellt. Habt ihr schon mal eine erste? Da fährt nämlich eine Fähre, eine kleine Fähre, so ein kleines Boot. Das schippert hier über das Wasser. Eventuell ändert sich da noch was, vielleicht noch ein Hafen ran. Ich bin noch am gucken, was man alles so machen kann. Und mit ein paar Leuten, die schon einiges für einige LS-Teile gemacht haben, fertig zu machen. Ja, da sind wir am gucken. Und dann würde ich sagen,
Jumpen wir einfach mal darüber. Hier oben seht ihr, habe ich einen Zaun gemacht hinter den Bäumen, damit die halt nicht runterfallen, ne? Wenn die ins Wasser fallen, weil jetzt können wir hier reingehen, was eigentlich nicht sein sollte. Bin ich zumindest der Meinung. Und wenn das doch so sein sollte, weil das ja doch die Standard-Giants-Dings ist, dann müssen wir wenigstens darunter noch was gestalten, ne? So, jetzt sind wir da. Na, das passt ja wunderbar. Kommen wir direkt mal so schräg rüber. Wach, guck mal, da sind wir doch schon auf der Farm von dem Simon. Und auf der Perspektive, wenn wir sehen. Und da, oh, da seht ihr also schon. Da seht ihr, dass es sich verbaut hat. Ja, am Sound sollte man noch arbeiten. Sound muss ich definitiv noch arbeiten, der ist ganz schön heftig. Der kann ja gern zu weit gehen, aber zu laut ist er. Oh, also er kann ja gerne so weit gehen, aber er ist definitiv zu laut. Ja, das muss man mal so sagen. Stelle ich auch gerade mal fest, war mir bis jetzt überhaupt nicht aufgefallen, aber hat sich auch nicht gut darauf geachtet. Weil bis jetzt war ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ich das hinbekommen habe, dass sie fährt. Ihr seht ja auch, die Splines sind zum Beispiel noch sichtbar. Die müssen erstmal noch unsichtbar gemacht werden. Aber es sieht schon echt hammergeil aus. Ne? Also auch die Lok ist echt schön gemacht. Finde ich ein schönes Feature so nebenbei. Und hier sogar nochmal vor dem riesigen Berg aufklettern. Ah, ah, könnte sogar, ja, ja, wird passen. Ah, Achtung, hier sieht man nämlich schon eine Map-Begrenzung und irgendwann fallen wir runter. Wobei ihr später da nicht runterfallen werdet, da kommen natürlich noch Punkte rein, hier so diese unsichtbaren Wände. Dann habt ihr auf jeden Fall mal einen Überblick über die Karte. Ah, da unten mit dem Boot. Da unten fährt auch die Lok. Ach, hat schon was. Also, wie gesagt, ich habe noch ein paar Ideen. Ich bin auch mit jemandem quatschen und testen, der hat für den 17er LS echt unheimlich viele tolle Sachen gebaut. Spline und eigene Fahrzeuge und damit den sind wir gerade so ein bisschen am testen, was man noch eventuell auf der Karte verbauen könnte. Als optische Highlights. Ja. Na Mensch, dann haben wir schon, wie gesagt, hier der Bahnhof, aber der ist halt reine Deko. Verkaufsstation würde ich, weiß ich nicht, vielleicht eine Bahnhof-Verkaufsstation, wäre nicht ganz cool. Hier so ein Lagersilo hin, so von wegen Bahnstation, also dass man hier verkaufen kann. Aber das wäre halt reine Deko hier. Ich bin dabei zu versuchen, den 22er Zug auf der zweiten Schienenstrecke einzubauen. Natürlich mit Funktion des Verkaufens und so weiter. Ob das nachher klappt, weiß ich nicht. Bis jetzt bin ich leider daran gescheitert. Bis jetzt wollte er nicht so, wie ich das wollte. Aber wir schauen mal, wir bleiben dran und versuchen es so weiter. Ne, das wäre dann, im Prinzip würde der Zug hier hinten starten. Ich laufe mal im Affentempo hin, wie ihr hört. So, im Prinzip würde ich das dann so machen, dass man hier quasi den Zug starten kann, hier sich auch mieten kann und ihn, sich ihn hier mieten kann, hier zum Beispiel was einlagern kann, es hier in den Zug füllen kann und dann die Bahnstrecke hier langfahren kann, um es am anderen Ende der Bahnstrecke quasi zu verkaufen. Und das gleiche würde ich am anderen Ende der Bahnstrecke gerne tun, mit dem Ziel, es an der Bahnstrecke zu verkaufen, wo wir gerade gestartet sind. So, das wäre so eigentlich mein Wunsch noch, dass das klappt. Ob das klappt, ich weiß es nicht. Aber es wäre ganz ehrlich mein Wunsch, dass das noch so klappt, weil es wäre einfach genial.
Na, dass er denn hier so lang fährt. Und dann hier irgendwo am Ende der Bahnstrecke dann es verkaufen kann, quasi neu beladen kann und dann wieder in die andere Richtung fahren kann, denn ab hier schon die Map zu ändern. Und da schwebt noch ein Bäumchen. So, und dass man dann hier irgendwo, weiß ich nicht, hier so ein Bahnsilo, sowas wie da vorne, wo man halt auch hier beladen kann und dann das hier in den Zug verladen kann und dann quasi, also eigentlich ja auf dieser Strecke, ja, wieder nach hinten fahren würde. Und da müssen wir halt gucken, wie wir das machen. Also meine Idee ist halt so, ob das nachher so klappt. Wir werden sehen. Sollte das nicht so funktionieren, wie ich mir das erhoffe, wird das Bahnsilo eine Silo-Funktion bekommen. Dann wird halt der Zugträger ausgetragen, wie auch immer. Ich weiß es auch noch nicht, wie man das machen könnte. Muss ich gucken. Und dann würde ich hier nur einen Dekozug fahren lassen, damit der überhaupt ein optischer Zug fährt. Allerdings, wie gesagt, ist das nicht mein Ziel, einen Dekozug hier fahren zu lassen, sondern wirklich einen real nutzbaren Zug, weil ich finde das als Gimmick ganz schön. Auch wenn ich selber jetzt nicht so massiv der Zugfan bin. Aber da die Schienen nur einmal drin sind, finde ich, sollte das einfach mit dabei sein. Ne? So. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ich habe euch jetzt das gezeigt, was ich euch zeigen wollte dieses Mal. Einige Zeit werde ich noch auf der Karte im Baumodus und so verbringen und im Gestaltungsmodus. Auch wie gesagt, der Zug, der wird mir noch einiges an Kopfzerbrechen bereiten. Aber ich bin ein Optimist und das sollte klappen. Sollte es schief gehen, dann gibt es eine Alternative. Ruby, dann bedanke ich mich, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt, euch das angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen über einen Kommentar oder ein Like. Danke nochmal an Charlie999 dafür, dass er echt so einen tollen Mod im 15er rausgebracht hat und ich den heute noch nutzen kann, ohne dass ich da groß was verändert habe, außer irgendwas mit Lichter. Die waren halt irgendwie veraltet, die musste ich quasi ausnehmen. Das wären die Frontlichter. Da musste ich quasi die Funktion rausnehmen, dass sie halt nachts funktionieren. Wenn die tagsüber nicht funktionieren und nachts funktionieren. Ich habe schon gehört, wie ich das eventuell noch anders machen kann. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, das war's. Ich bedanke mich bei euch. Wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Und sage tschüss.